Hi Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ihr seht ihr schon, das heißt Dreamfall Chapters. Ich kenne das Spiel nicht, ich habe es mal kurz getestet, aber das ist auch schon wieder fast 3 Jahre her. Ich habe es noch nie wirklich gespielt, deswegen wird es ein Blind-Projekt. Die Einstellung habe ich schon gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Startpunkt. Hier beginnt so mit dem gewählten Buch neu. Okay, ja, es geht bei diesem Spiel auch wieder darum, dass die Entscheidungen den Spielfluss aktiv beeinflussen irgendwie. Aber lassen wir uns mal überraschen. Okay, es hat eine Autospeicherfunktion. Das ist sehr gut. Ich spiele es mit dem PC. Ich weiß gar nicht, ob es es sonst auch gibt. Mit Xbox-Controller. Ganz einfach. So. Es gibt zwei Welten. Unsere Welt, die Welt der Wissenschaft, und Arcadia, die Welt der Magie. Träume verbinden diese Parallelwelten, aber eine dunkle Macht bedroht das Gefüge der Träume. Zoe Castillo hat die Kraft, Träume zu formen und uns vor der Vernichtung zu retten. Sie sitzt jedoch an einem besonderen Ort fest, in der Zeit der Geschichten. Kian Alvane ist es bestimmt, eine wichtige Rolle im aufziehenden Krieg zu spielen. Aber er soll wegen Verrats an seinem eigenen Volk hingerichtet werden. Beide stehen kurz vor ihrer Wiedergeburt. Bald beginnt eine neue Geschichte. Ihre Wege werden sich kreuzen. Und am Ende ihrer Reise werden sie dem Traumdieb gegenüberstehen. Okay, das klingt doch schon mal irgendwie nicht schlecht. Sian und Kari, oder wie das hieß. Lassen wir uns mal überraschen. Wer bin ich eigentlich hier? Wird mir das auch gesagt? Darf ich hier anfangen? Kann ich spielen? Okay. Ich sehe nichts. Hallo? Wer oder was bist du denn? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du blau im Gesicht bist? Und Bäume dir aus den Schultern wachsen? Okay, dein Gesinge macht mir Angst. Du hast auch Bäume in den Haaren. Wer bist du? Da ist offenbar jemand gestorben. Ich kann noch nichts machen. Okay. Ja. Hier wird jemandem die letzte Ehre erwiesen. Eine Frau offenbar. Du warst offenbar im Krieg, so wie du aussiehst. Du auch. Okay, normale Menschen sind das hier offenbar nicht. Naja, manche vielleicht schon. Die Kraft sieht irgendwie schön aus. Da geht sie dahin. Wer auch immer das war. Ja, das Licht möge ihr leuchten, wohin sie auch immer geht. Wer bist du? Da schreit irgendjemand. Du siehst komisch aus. Oh, da hat wohl jemand ein Kind bekommen.
Was ist das? Leute? Das war seltsam. Irgendwie ist mir das alles jetzt noch ein bisschen zu suspekt. Aber wir werden sehen. Hoffe ich doch. Kapitel 1. Es heißt, jede Geschichte habe einen Anfang und ein Ende. Aber das ist nicht immer so. Manchmal ist einfach irgendwo... Stopp! Mein Name ist Zoe Castillo. Oh, du bist Zoe. Ich sterbe. Was? Ich liege im Koma seit über einem Jahr. Die Ärzte glauben nicht, dass ich jemals wieder aufwache. Das hat mir meine Mutter angetan. Sie hat mich hierher gebracht, damit ich meine Geschichte nicht erzählen kann. Und sie ihre Geheimnisse bewahrt. Es hat funktioniert. Die Welt ist süchtig nach Träumen. Nach Dreamtime. Es ist einfach Unterhaltung. Was ist Dreamtime? Ich habe keine Ahnung, wofür die Dream Machine tatsächlich gedacht ist. Und was sie mit der Welt macht. Ich weiß auch von nichts. Dass jemand ihre Träume stiehlt, um damit die Realität umzugestalten. Wenn ich also nun im Koma liege, wie kann ich dann mit dir reden? Das würde mich auch interessieren. Mein Körper liegt hier im Krankenhaus, aber mein Geist... Der ist irgendwo im Schnee. Ganz woanders. Also ich habe mir einen wärmeren Ort gesucht. Für meinen Geist. Ist die Zeit der Geschichten. Dies ist die Zwischenwelt. Und ich bin jetzt hier zu Hause. Hier, wo alle Geschichten anfangen und enden. Auch meine. Okay, sie ist jetzt... Oh, das sieht schön aus. Sehr schön sogar. Also sie ist im Koma, aber sie träumt. Und die haben irgendeine Art Maschine, mit dem sie Träume stillen kann. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, aber ich hoffe, das wird mir irgendwann später noch erklärt. Und sie kann sich jetzt quasi selbst zusehen, wie sie im Koma liegt. Das ist interessant. Aber Mädchen, warum hast du dir keinen wärmeren Ort ausgesucht, um im Koma zu liegen, beziehungsweise zu träumen? Was tust du jetzt? Wer bist du überhaupt, Zoe? Also kann ich mich bewegen, Gegenstände hören. Wonkers, mein alter Vatila. Wonkers, hey Wonkers. Das wurde aufgenommen, als Risa und ich noch zusammen waren. Fühlt sich an, als wäre es ein anderes Leben gewesen. Naja, irgendwie war es das. Risa. Die Leute bringen immer wieder Blumen mit, wie an ein Grab. Dornröschen, die schlafende Schönheit. Koma als Modestatement? Nein, boah, das ist furchtbar. Aber mal ehrlich, ich sehe auf meinem Totenbett besser aus. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gabriel kommt jeden Tag vorbei. Er bittet ständig um Verzeihung. Ich wünschte, er würde es nicht tun. Dad? Diese Maschine ist alles, was mich vom Grab trennt. Sie versorgt meinen komatösen Körper mit einem lustigen Cocktail lebensrettender Medikamente. Die Zeit der Geschichten. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier bin. 6 Monate? 9? Ja, und jetzt? Was ist das da? Gar nichts. Was kann ich hier tun? Das noch ansehen? Ich weiß nicht, ob das Diagramm korrekt ist oder nur ein Traumkonstrukt. Aber es sieht nicht gut aus. Die Kurve sollte aufwärts zeigen, nicht abwärts. Also sie stirbt wirklich bald. Wo soll ich nur hingehen? So kann ich zoomen. So kann ich rennen, das habe ich schon rausgefunden. Was kann ich hier tun? Das ist seltsam.
Was soll ich hier? Ich weiß nicht, ob ich da draußen wirklich so aussehe oder ob das nur Wunschdenken ist. Alles hier drin besteht aus Träumen. Das Neueste und Beste in Sachen Lebenserhaltung durch Chemikalien. Ohne die magische Wundermaschine wäre ich steif und kalt und wahrscheinlich ganz madig. Heitere Gedanken. Soy Maya Castillo. Koma. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich gerade über meinen Vater denke. Es ist ein ziemliches Chaos. Würde man die Kurve mit einem Skateboard runterfahren, nehme man ganz schön Fahrt auf. Meinem Krankendiagramm zufolge werde ich nicht mehr lange unter uns weilen. Ich weiß nicht, warum sie ihn ins Krankenhaus gebracht haben, aber ich bin froh, dass sie es getan haben. Wonkas wacht über mich, Tag und Nacht. Er mag nur ein Spielzeugbot sein, trotzdem hat das was Tröstliches. Ich weiß, dass sie es gut meinen, aber mein Krankenzimmer sieht langsam aus wie eine Gedenkstätte. Reza kommt oft zu Besuch. Er redet mit mir, stundenlang. Das ist gut. Es tut gut. Als fänden wir wieder zueinander. Es ist seltsam, als würde ich in einen Spiegel schauen und eine Fremde sehen. Was? Leute, Träumende. Ja, das sind Geister. Die Zeit der Geschichten kommt mir inzwischen realer vor als die Wache. Okay, hier kann ich irgendwas tun. Was? Das sind Geister? Was ist das? Das sieht seltsam aus. Bin ich jetzt... Hat jemand Albträume von einem sterbenden Kind? Das muss absolut entsetzlich sein. Oh, ja, muss es. Das hier ist ein Traum. Ihrem Baby passiert nichts. Oh, sie kann schlechte Träume vertreiben. Sie ist ganz allein. Ich kenne das Gefühl. Warum helfen Sie mir denn? Wem? Was machst du da? Hör auf, mir nachzulaufen. Dreh um. Ich hab gesagt, stopp. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Nochmal, Leute. Haut ab. Was machst du da? Hör auf, mir nachzulaufen. Dreh um. Geh zurück. Wach auf. Ich komme mir hinterher. Sie sind nicht allein. Da draußen sind Leute, mit denen Sie Kontakt aufnehmen können. Aber erst müssen Sie aufhören, die Bullmaschine zu benutzen. Die hilft Ihnen nicht. In der Falle lebendig verbrannt. Was für ein schrecklicher Albtraum. Oh ja, der träumt von einem brennenden Haus. Hilf ihm, Zoe. Und Sie müssen nicht sterben. Das ist nur ein Albtraum. Sie haben die Bullmaschine. Ich habe gesagt, stopp. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Du bist jetzt auf dich gestellt. Es werden immer mehr. Diesen Traum hatte ich früher andauernd. Nackt, entblößt. Den hatte ich in der Tat noch nie. Das ist nicht real. Niemand sieht sie. Sie wachen bald auf und alles ist okay. Aber wenn sie auf die Dream-Machines reinnetzen, sonst gehen die Albträume weiter. Kann man mit der Dream-Machine Träume beeinflussen? Er ist hartnäckiger. Und ihn träumt ein... Es ist ein Kind. Na toll. Ich muss da rein und es befreien. Ich kann in die Träume anderer gehen. Wer seid ihr? Kommt nicht näher. Lasst mich in Frieden. Ihr seid zu viele. Ich kann euch nicht alle retten. Ich kann nicht jedem helfen. Lassen Sie mich hier nicht allein. Geht doch. Weg. Jetzt bin ich bei dem kleinen Mädchen. Nein, Tentakel. Nicht zu nah ran. Ja, sonst kriegt das nee, dich. Die fasse ich nicht an. Du hast also Angst. Kleines Mädchen. Sch, ganz leise sein, sonst hört es dich. Wer? Wer denn? Das Monster in dem Schrank. Es hört dich und frisst uns beide auf. Was, wenn es keine Zähne hat? Sie ist ganz verängstigt, armes Ding. Ich muss vorsichtig sein. Ich darf ihr nicht noch mehr Angst machen, sondern muss sie beruhigen. Angst hat sie sowieso, aber sie muss begreifen, wie gefährlich die Dream Machine ist. Sie ist nee, ich werde sie beruhigen. Ich verspreche, es wird dir nichts tun. Schwörst du's? Ich schwör's. Ich lasse es nicht zu. Aber du musst zurück nach Hause. Ich habe mich verlaufen. Der Weg führt dahin durch, durch den Schrank. Ja, super. Ich kann da nicht rein. Es frisst mich lebendig auf. Ja, mich nicht. Vorher vernichten. Hast du den Schlüssel? Tolle Erziehung.
Hab keine Angst, ich finde den Schlüssel. Und was immer da drin ist, ich bin stärker. Versprochen. Bist du sowas wie ein Superheld? So etwa, genau. Was hältst du von meinem Kostüm? Ja, echt cool. Das ist ein Kostüm. Ich dachte, du ziehst dich immer so an. Ich muss einen Schlüssel finden. Was kann ich da machen? Licht? Wenn die Schranktür aufgeht und der Krake rauskriecht, ob Traum oder nicht, das will ich nicht erleben. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, nö. Zeit. Oh, sie muss schreckliche Angst haben, das arme Mädchen. Ja, du musst nicht von alleine loslaufen. Sie hatte ein Licht. Oh, sie hat es fallen lassen. Es ist weggerollt. Sie weiß nicht, wo es ist. Sie wird nicht selbst nach dem Licht suchen. Sie hat Angst vor den Dingen, die durchs Dunkel gleiten. Hey, wer könnte ihr das verübeln? Hier kann ich jetzt hier. Wer auch immer sie an eine Dream Machine angeschlossen hat, sollte für sehr lange Zeit weggesperrt werden. Licht. Licht könnte funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass man da was hervorholen kann. Das Ding ist durch und durch dunkel. Es müsste schon von woanders kommen. Kann ich jetzt tun? Gar nichts. Der Schrank da ist schwer gestört. Ich bin froh, dass das nicht mein Traum ist. Ich wäre starr vor Entsetzen. Ja, aber was kann ich jetzt hier tun? Ja, gute Idee. Aber nicht hier raus. Diesem Ding gucke ich nicht in den Kopf. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Nie wieder. Ich jetzt das verlangsame und dir Licht gebe. Oder wie? Ohne mich ist sie hier gefangen. Sie hatte ein Licht. Oh, sie hat es fallen lassen. Es ist weggerollt. Sie weiß nicht, wo es ist. Ja, das habe ich mitgekriegt. Sie wird nach dem Licht suchen. Sie hat Angst vor den Dingen, die durchs Dunkel gleiten. Hey, wer könnte ihr das verübeln? Ich. Ah, da ist ein Licht. Licht. Dieses Licht ist zu schwach, um Wirkung auf das Tentakelvieh zu haben. Schmerz, Wut, Traurigkeit. Was? Nein, natürlich nicht. Sei nicht albern. Ach so. Es ist nur eine Glühbirne. Die verscheißt genau. Mich. Warum sich mit einem Lampenschirm aufhalten, wenn eine gruselige nackte Glühbirne genügt? Ja. Dieses Licht ist zu schwach. Dieses Schlafzimmer wurde so gruselig wie möglich gestaltet. Spooky. Vom schwedischen Möbelhaus. IKEA oder was? Da. Ist da die Lampe? Komm schon. Zu dunkel. Ich kann da unten nichts sehen. Bingo. Bringerin des Lichts. Kätzchen. Gesandte der Elektrizität. Die mächtige Taschenlampe. Hallo, Kätzchen. Taschenlampe. Das tragbare Licht zum Anknipsen. Mit Kätzchen drauf. Oh, das nehme ich zurück. Total uncool. Es versteckt. Es ist zu schnell und versteckt sich, bevor ich es vernichten kann. Es ist zu schnell und versteckt sich, bevor ich es vernichten kann. Es ist zu schnell und versteckt sich, bevor ich es vernichten kann. Raum halten und... Tentakel. Es mussten ja Tentakel sein. Es ist zu schnell und versteckt sich, bevor ich es vernichten kann. Jetzt. So. Ja, das funktioniert. Das ist ziemlich interessant. Ich kann
kann offenbar Fähigkeiten kombinieren. Okay, kann ich jetzt Nein, da rein? Nicht zu nah ran, sonst kriegt das dich. Ich schaff das schon. Es ist weg. Jetzt bist du sicher. Vielen Dank. Du hast dich gerade geportet. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Ich weiß nicht, wo meine Mami ist. Sie ist auf der anderen Seite des Schranks und wartet auf dich. Ich hab Angst. Geh schon. Was immer da drin war, ist jetzt weg. Versprochen. Na komm. Ich kann mit Geistern sprechen. Okay, so ganz komme ich noch nicht klar. Mami zwingt mich. Sie sagt, dann sei ich beschäftigt. Und dann hat sie mehr Zeit, mit ihrer zu spielen. Wenn sie das nochmal macht, musst du Nein sagen. Das wird sie gar nicht mögen. Vielleicht nicht. Aber sag ihr, dass es gefährlich ist und du Albträume davon bekommst. Und wenn sie nicht hören will, sag es jemand anderem. Oder schrei, wehr dich, lauf weg, aber... Ich könnte es Papi sagen. Er wohnt nicht bei uns, aber ich spreche ganz oft mit ihm. Mach das. Jetzt geh hindurch, dann wachst du wieder auf. Okay, offenbar brauchen manche Leute die Dream Machine, um ihre Kinder ruhig zu stellen. Zoe. Und merk dir, keine Dream Machine. Wäre möglich, dass ich dich nicht nochmal finde. Heißt, wenn du es nochmal tust, bist du gearscht, Kind. Oder so. Das muss aufhören. Ja, muss es. Wer bist du denn jetzt? Gibt's hier noch was? Nee, bestimmt nicht. Nur dieses komische Bild. Sieht alles ein bisschen seltsam aus hier. Wer bist du denn? Hi. Der Vagabund. Meister der Zeit der Geschichten. Oder so. Hallo. Was ist denn los da draußen? Immer mehr Leute geraten in Schleifen. Ich komme nicht mehr nach. Ich dachte, von den Dream Machines gehe keine Gefahr mehr aus. Ich dachte, dafür hätten wir gesorgt. Wenn nicht, was... Hallo, Zoe. Hallo. Sorry, ja. Hi. Sieh mal, ich versuche Ihnen allen zu helfen und... Es ist zu schwer. Da sind so viele und ihre Albträume. Sie werden schlimmer. Du musst nach Hause. Was? Nach Hause? Das hier ist jetzt mein Zuhause. Komme, was wolle. Das bin ich. Die Person, die ich mal war, die gibt es nicht mehr. Was immer da draußen ist, mein Leben ist das nicht mehr. Naja, eigentlich schon. Alles, was ich mal hatte, ist für immer verloren. Ich habe kein Zuhause, in das ich zurückkehren kann. Und der Mensch, der ich mal war, will ich nicht mehr sein. Hier habe ich ein Ziel. Ich kann etwas bewirken. Wenn ich tatsächlich aufwache, bin ich verloren. Nach Hause? Was soll ich jetzt sagen? Das hier ist jetzt mein Zuhause. Komme, was wolle. Ja, ich sag das. Für mich gibt es nichts dort. Da ist niemand. Da ist niemand. Außerdem werde ich hier gebraucht. Genau. Was wird sein, wenn ich sie im Stich lasse? Ihre Nachtschrecken sind Symptome einer größeren Krankheit. Solange die Krankheit aktiv ist und sich ausbreitet, kommen solche Leute immer wieder. Ich bin nicht bereit aufzuwachen, mir selbst wieder zu begegnen. Ich habe Angst, das bisschen zu verlieren, was mir noch bleibt. Wenn ich die Wahl habe, will ich bleiben. Hier habe ich alles unter Kontrolle. Ich muss nichts und niemanden fürchten. Was soll das bringen? Es gibt keine zweite Chance. Jede Entscheidung führt zum gleichen Ergebnis. Was immer ich tue, es kommt dasselbe heraus. Wozu dann das Ganze? Ja, ich sag das. Ich habe keine Kraft. Ich kann nichts tun. Der Traum wird vergiftet. Die Welt wird immer kranker. Sie alle brauchen dich. Hier gehöre ich hin. Hier habe ich alles im Griff. Da draußen habe ich keine Kraft. Und ich bin schon einmal gescheitert. Ich habe alles vermasselt. Was kann ich jetzt schon tun, um etwas zu ändern? Es ist nicht genug, dass ich hier drinnen etwas bewege, in der Zeit der Geschichten. Ich helfe denen, die verirrt sind und in der Falle sitzen. Wer könnte denn sonst noch meine Hilfe brauchen? Er sagt, ich soll helfen. Aber ich weiß ja nicht einmal, was da draußen los ist. Ich verstehe nicht, warum ich gebraucht werde. Ich habe doch schon getan, was ich konnte. Lasst mich doch einfach in Frieden. Hier, was kann ich schon bewegen? Du hast eine große Kraft in dir. Die Kraft, die Dinge ins Lot zu bringen. In deiner Welt und in allen anderen. Du hast deine Realität schon einmal gerettet, Zoe.
Diesmal stehen alle Welten auf dem Spiel. Die gesamte Zeit der Geschichten. Die gesamte Zeit. Wenn du aufwachst, wird all dies ein Traum sein. Und der Traum wird schnell verblassen. Bald wirst du ihn ganz vergessen haben. Es sei denn, du strengst dich an, dich zu erinnern. Du musst dein Herz und deinen Geist öffnen für Botschaften von jenen, die wissen, was zu tun ist. Und wer ist das? Bist du es nicht? Ich bin nicht allwissend, Zoe. Vieles bleibt mir verborgen. Ich kann nur alle Fäden sehen, die gewoben werden. Aber das Gewebe selbst ist groß. Und zwar so groß, dass ich es nicht sehen kann. Ich bin zu nah dran. Und dann geh doch weg. Selbst hier liegen einige Teile der Vergangenheit im Dunkeln. Das quält mich. Ich glaube, jemand hat meine Erinnerung getrübt, um Wichtiges vor mir zu verbergen. Ein Feind. Ein Schatten, der die Zeit der Geschichten und andere Orte streift. Wenn du noch länger bleibst, kannst du vielleicht nicht mehr fort. Das wäre das Ende aller. Derer, die du liebst, derer, die dich lieben, alle anderen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aus der Geschichte gerissen wie Seiten aus einem Buch. Das wäre schlecht. Warum ich? Weil du die Träumerin bist. Du musst den Weg zurück in deinen schlafenden Körper finden, aufwachen und dich erinnern. Und dann musst du die Welt retten. Ach so, na klar. Weil das ja schon beim letzten Mal so toll gelaufen ist. Du hast alles geändert. Diese Geschichte hatte einen Anfang und ein Ende. Aber gleichzeitig war sie nur der erste Teil deiner Geschichte. Wie wache ich auf? Es gibt eine Tür. Finde die Tür. Schließe sie auf und du wirst erwachen. Werde ich dich denn wiedersehen? Wenn alles gut geht, am Ende deiner Reise, wenn deine Geschichte abgeschlossen ist, wirst du mich wiedersehen. Ein letztes Mal. Klingt endgültig. Aber gut, ich gehe jetzt. Schlüssel suchen, Tür öffnen, alles merken, Welt retten, meine Geschichte schreiben, fürs Nachspiel zurückkehren. Voll das Heldenepos. Du schaffst das schon, Zoe Castillo. Ich glaube an dich. Ja, aber es ist schon ein wenig viel verlangt, dass ich jetzt hier noch weiß nicht wie vielen Jahren aus dem Koma erwachen muss. Die mich an alles wieder erinnern, die Welt retten und dann wieder sterben oder wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber Leute, ich würde sagen, den genannten Schlüssel suchen wir beim nächsten Mal. Bis dann!